Und als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Josef Czap von der SPÖ. Also ich habe mir den Text der Dringlichen mehrfach durchgelesen, konnte das auch, weil ich ja die ganze Zeit an der Diskussion hier teilgenommen habe. Ein Punkt ist, das ist teilweise in einer Geheimsprache, wenn ich die Seite 2 mir ansehe, Zitate wie intrinsische Motivation als Hebel nutzen, ich habe Altgriechisch und Latein gehabt, ja, aber ich tue mir ein bisschen schwer, flache und multiple Hierarchien ausbilden, das ist wieder die Frage, was meinen Sie damit? Flexibilität, Leben muss man definieren, ja. In meiner Schulzeit war Flexibilität, Leben, ich gehe ins Kino, ja, und gehe mal nicht in die Schule, ja, so war das damals, also ich verstehe das nicht ganz, das ist ein bisschen Geheimsprache. Und die wirklich entscheidende Frage, ab wann ist der Moment der Auswahl? Mit 10, mit 11, mit 12, 13, 14? Dafür drücken sie sich da drinnen nämlich. Und das ist in Wahrheit der Grundkonflikt. Das hat historische Gründe, ja, geht zurück bis in die Vorkriegszeit. Das ist der Grundkonflikt zwischen der SP und der ÖVP. Ja, und damit hängt zusammen Dienstrecht, der Bau der Schulen, die Räumlichkeiten, alles hängt damit zusammen. Und das muss man ausdiskutieren. Und mittlerweile ist es schon so weit, dass man sagt, unter dem Motto, da stimmen wir wieder überein, kein Talent darf verloren gehen. Es gibt halt welche, denen geht der Knopf früh auf, und es gibt denen geht der Knopf später auf. Das sind die Spätknopfler und die Frühknopfler. Und da sage ich, daher muss man ein Bildungssystem nach den Möglichkeiten, Bedürfnissen der Schüler orientieren. Die sind das Entscheidende. Nicht das Dienstrecht, nichts, gar nichts. Es ist, was braucht der Schüler, damit er heute mit seiner Qualifikation ein Teil unserer Gesellschaft, unserer demokratischen ist und von der Ausbildung wettbewerbsfähig ist. Das ist das Entscheidende. Und nicht irgendwelche Ideologien. Und ich bin für die Ganztagsschule deswegen, weil man besser den Stoff verteilen kann, weil der Lernerfolg besser ist, ja, und nicht die Mami dann daheim sitzen muss und dann der Aushilfelehrer und der Nachhilfelehrer, um das zu ergänzen, was denn in der Schule nicht geleistet wird, weil am Nachmittag das nicht mehr stattfindet. Und das, was ich jetzt sage, ist nicht meine Erfindung, ist ja nicht irgendwie eine Traditionsaufarbeitung, es sagt die Wirtschaft, es sagen die fortschrittlichen Teile der Wirtschaft in Österreich, das sagen, die nämlich erkannt haben, dass wenn es um diese Qualifikation und Ausbildung geht, dass man sich danach dann auch in der Struktur, wie die Schule ist, orientieren muss. Sie sagen Autonomie, finanziell, organisatorisch, die Bildungsziele, Bildungsstandards werden vorgegeben. Sie müssen nur zu Ende denken, das Ganze. Ich bin auch grundsätzlich dafür, dass man das ausbaut, aber man muss die Frage stellen, was hat das letztlich für Auswirkungen auf die Verwaltung, auf die Evaluierung, auf die Kontrolle, dass man schaut, dass das, ja, das Nicken ist einfach, aber das Durchorganisieren, Durchdenken und Finanzieren ist eine zweite Frage, eine ganz entscheidende. Und das, meine ich, will ich doch noch in dem Zusammenhang hier ins Gespräch bringen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Schau, und dann kommt man da heraus und sagt, Frau Bildungsministerin, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Natürlich sollte irgendwo dann da einmal ein Gewerkschaftsvertreter sitzen aus einem öffentlichen Dienst, der eine bestimmte Vorstellung hat, der sagt, ich vertritt meine Leute, Schluss aus, basta. Früher haben die Gewerkschaften so etwas wie auch ein Verständnis fürs Staatsganze gehabt, fürs Gesamte. Das sollte man auch bei manchen, nicht bei allen, bei manchen einfordern. Ich bin dagegen, dass die Lehrer ein Feindbild sind. Ich verstehe es, wie in der Schule war, dass dann der Lehrer gesagt hat, noch mal 2 Stunden ertragen, ich gehe nicht hin, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. Aber man sollte das halt wirklich einmal diskutieren mit der Anwesenheit in der Klasse, beim Unterricht. Das soll natürlich in Relation stehen zur Gesamtarbeitszeit. Das kann man nicht trennen, die Unterrichtszeit ist ein Teil der Gesamtarbeitszeit. Und wenn man entlastet, hat man vielleicht die Möglichkeit, dass dann die einfach länger im Unterricht sind. Das kann man ja rational diskutieren, aber kein Feindbild. Demotivierte Lehrer, demotivierte Schüler, wie soll denn das stattfinden, dass der in der Früh aufsteht, der Schüler sagt, ich gehe heute in die Schule, aber eigentlich sagen alle in den Zeitungen, alles, was ich lese, das ist ein riesiger Chaos, ist schon längst krank, ist schon ein Schmarrn, ja, warum soll ich dann überhaupt noch hingehen? Der Lehrer sagt, ich zersprachle mich, ich tue da was Gott, was alles am Nachmittag mache, ich gehe am Vormittag hin und dann ist er wieder demotiviert. Also ich bin dagegen, gegen's Krankjammern, gegen's Demotivieren und ich bin dafür, dass wir alle gemeinsam für unsere Kinder uns hier zusammenreißen und gemeinsam zu Ergebnissen kommen. Und für die Regierung ist ein ganz wichtiger Parameter. Und danke, dass in Krems übrigens vor dem Regelunterricht Deutsch eingeführt worden ist. Das ist nämlich ganz ein wichtiger Punkt auch und eine wichtige Voraussetzung, dass man erfolgreich ist. Also alle gemeinsam und nicht herumstreiten da. Sagt Josef Czap von der SPÖ.